Herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Der Aktionär TV. Die Ergebnisse der Bundestagswahl bleiben an der Börse weiter großes Thema. Darüber spreche ich jetzt mit David Kohl, Chefökonom von Julius Baer. Ja, Herr Kohl, eine erste grundlegende Erkenntnis der Wahl ist, dass es kein Linksbündnis geben wird. Der DAX hat daraufhin zunächst mit Aufschlägen reagiert. Wie fällt denn Ihr Urteil aus volkswirtschaftlicher Sicht aus? Ja, Sie haben es schon angesprochen, das ist die erste Auswirkung auf die Börse, nämlich dass dieses Linksbündnis, dieses Risiko eines Linksbündnisses abgehakt wurde von den Aktienmärkten. Volkswirtschaftliche muss man dort Zurückhaltung üben. Sie wissen, der Bundestagswahlkampf drehte sich um ein großes Thema, das ist Klimawandel. Das ist volkswirtschaftlich bedeutend, aber es ist eben auch bedeutend, wie man das Ganze umsetzt. Und für die vielen Fragen, die wirklich den Wirtschaftsausblick bestimmen in Deutschland, wurden nicht so viele Antworten geliefert, wurde auch nicht so viel Wahlkampf gemacht. Das ist natürlich die kommunale Finanzierung, die Finanzierung von Investitionen, das ist das Rentensystem. All diese Sachen, die blieben eigentlich außen vor. Thematisch hat man sich sehr stark hier auf das Thema Klimawandel, was wichtig ist, konzentriert. Und zumindest ist das eine Baustelle, wo man wohl erwarten kann, dass die angegangen wird. Wie und welche volkswirtschaftlichen Kosten oder Nutzen das haben wird, das steht in der Tat in den Sternen, einfach weil so viele Parteien an einer möglichen Regierung wohl in der Zukunft beteiligt werden, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Sie sprechen da ein wichtiges Thema an. Vieles hängt jetzt an den Verhandlungen zwischen FDP und Grünen. Die FDP will keine Steuererhöhungen. Die Grünen wollen massiv investieren. Ist hier ein Kompromiss möglich? Wenn man sich natürlich Deutschland mit seiner Finanzkraft anschaut, dann ist vieles Mögliche natürlich aus einer Verschuldung heraus, das zu finanzieren. Schauen Sie sich an, der Staat leiht sich Geld in Deutschland und muss Negativzinsen zahlen, also muss gar nichts bezahlen. Das heißt, volkswirtschaftlich ist das möglich. Sie haben es richtig angesprochen, politisch ist das umstritten, insbesondere zwischen der FDP und den anderen Parteien. Die FDP gestaltet sich, positioniert sich hier als eine der Parteien, die wenig Schulden machen möchte. Man fragt sich dann, wie man natürlich die verschiedenen Projekte finanzieren möchte, denn Steuererhöhungen werden ebenso ausgeschlossen. Also da funktioniert nicht alles. Was der Drang natürlich, was den Druck dann darauf erhöht, ist eben, die Dinge effektiver zu machen. Aber da ist es eben nicht so einfach, nur in Deutschland Regulierung abzubauen. Das große Thema in der Tat bei der Finanzierungsfrage und bei dem Vorankommen in ökologischen Themen ist nicht so sehr die Finanzierungsfrage, sondern wirklich, wer hat das Geld? Und das ist die kommunale Finanzierung, in der hier die größten Abstriche zu machen sind und die Komplexität hier bei vielen Investitionsprojekten, die eben verhindert, dass diese zustande kommen. Es ist nicht so sehr die Finanzierung, die ist sehr locker für viele deutsche Unternehmen, aber auch für die deutschen Kommunen. Momentan stellt sich noch die Frage, wie die Regierung aussehen wird. Nach der Wahl 2017 hat sich die Regierungsbildung ja sehr lange hingezogen. Vertreter des Mittelstandes haben jetzt bereits darauf gedrungen, möglichst schnell eine Regierung zu bilden. Wie wichtig ist der Faktor Schnelligkeit? Ja, da hoffen natürlich viele drauf. Das hängt ein bisschen mit dem Zeitplan auch zusammen, den es auf der europäischen Ebene gibt. In Frankreich sind im nächsten Jahr bereits Präsidentschaftswahlen, sodass man hier hofft, dass man von Deutschland, von einer stabilen Regierung hier schon mal eine Leitlinie bekommt fürs nächste Jahr, wenn es ein bisschen unruhiger wird auf europäischer Ebene. Und erfreulich ist es natürlich, wenn man sich hier schneller einigt. Die Situation in 2017 ist nur bedingt vergleichbar. Dort war man vielleicht überrascht, dass eben bestimmte Mehrheiten nicht zustande kommen. Heute ist man darauf vorbereitet, das hat man auch schon in den Nachwahlbesprechungen gesehen, dass die Parteien ja wissen oder spüren, insbesondere die FDP und die Grünen, dass sie aufeinander zugehen müssen. Und das ist der richtige Start, um hier die Regierungsbildung zu beschleunigen und etwas schneller zu machen, als wir es vor 4 Jahren gesehen haben. Deutschland muss ja viele große Themen in der Zukunft angehen. Sie haben das Thema Klimaschutz, Klimawandel schon angesprochen. Es geht aber auch um Digitalisierung, es geht um Stromversorgung etc. In welcher Regierungskonstellation lassen sich diese Themen am besten bewältigen? Ja, das ist schwierig zu beantworten, denn wenn Sie auch die Wahlprogramme durchgehen, haben Sie nicht in jedem Wahlprogramm der jetzt Beteiligten an der Regierung wirklich die konkreten Maßnahmen, die da vorangehen. Festhalten muss man, dass wohl eine breite Koalition hier fast besser geeignet ist als eine Blockbildung entweder rechts oder links. Denn man darf nicht vergessen, man muss hier auch die Bundesländer, die Gemeinden mitnehmen, also wirklich in die Struktur hineingehen. Und da ist natürlich eine breite Mehrheit. Wenn man sich dort einigen kann auf Bundesebene, ist wünschenswert und würde helfen,
diese Ergebnisse eben nicht nur in Berlin im Bund umzusetzen, sondern auch auf Länderebene und dann die Gemeinden mittragen zu lassen. Das ist wichtig für Deutschland, um eben diese massiven Investitionen, die Dinge ändern, anders zu gestalten. Sie haben die Digitalisierung angesprochen, der Klimawandel ebenso. Dort wird sich viel ändern müssen und das funktioniert nicht, indem man das an der Bundesregierung nur beschließt, sondern man muss die ganzen Gemeinden, die ganzen Bundesländer auch mitnehmen. Und hier wäre unsere Einschätzung, dass wirklich eine breite Regierungsbildung, dass man dort, die schon viele Konflikte abräumt, sehr hilfreich ist, um hier Kompromisse zu schließen und dann das auch durchzusetzen, effektiver durchzusetzen auf den anderen Ebenen. Über allem steht natürlich auch immer noch die Corona-Krise. Müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Wie schwer sind hier die wirtschaftlichen Schäden? Die Corona-Krise ist eine ganz spezielle Krise, wenn man es mit anderen vergleicht. Sie kommt wirklich von außen auf die Wirtschaft und sie trifft Sektoren, die hauptsächlich viel Beschäftigung schaffen, nicht so viel Wertschöpfung. Also die Industrie ist weniger stark betroffen, das Finanzgewerbe ist weniger stark betroffen. Es ist die Hotellerie, es ist die Gastronomie, es sind sehr beschäftigungsintensive Sektoren hier, die betroffen sind. Und so müssen auch die Antworten, die wirtschaftspolitischen Antworten konzipiert sein. Sind sie in großem Maße? Da sind wir in einer glücklichen Situation in Deutschland, weil wir eben so Sachen wie Kurzarbeit bereits haben, das nicht neu einführen mussten. Das heißt, alles, was hier Beschäftigung angeht und die Leute wieder in Beschäftigung zu bringen, in diesen Bereichen, die klassischerweise nicht so stark politisch Vertretung haben, das ist die Hauptpunkt bei der Corona-Krise. Naja, und beim Gesundheitssystem, ja, da muss mehr investiert werden, da müssen wir etwas besser werden. Man erinnert sich an die Geschichte mit den Faxen zwischen den Gesundheitsämtern. Das darf eigentlich nicht mehr in der Zukunft passieren. Sie haben davon gesprochen, wir gehen hier in eine digitalisierte Zukunft. Das muss sich dann auch im Gesundheitssystem hier zeigen. Also da eine Modernisierungsinitiative bestimmt wünschenswert in der Zukunft. Dann sprechen wir zum Schluss noch mal ein bisschen über die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands. Firmen wie BioNTech oder CureVac sind in den USA an die Börse gegangen. Auch ein Münchner Robotaxi-Unternehmen Lilium ist in den USA an die Börse gegangen. Ist hier die Politik gefordert, um den Standort Deutschland zu stärken? Oder woran liegt das, dass so viele deutsche Firmen im Ausland an die Börse gehen? Ja, das wäre bestimmt wünschenswert, wenn man den Standort stärken würde. Eben allerdings muss man sagen, dass die klassische Standortpolitik hier eher in die Technologieförderung geht, also in dem, dass man etwas produziert und nicht so sehr in den Bereich geht, in die Finanzmarktinnovation, in die Erleichterung, wie man an den Finanzmarkt geht. Man ist hier immer wieder gefangen zwischen sehr starker Regulierung und dass man Investoren hineinholen möchte. Wir erinnern uns an den Wirecard-Skandal, wo man eine gewisse Euphorie hatte, dass endlich mal so ein Unternehmen kommt und schon hat man Schwächen bei der Regulierung. Das heißt, hier kann sehr viel gemacht werden, hier sollte sehr viel gemacht werden. Wir sehen derzeit nur nicht hier die große Expertise wirklich von der Regierung. Das heißt, man wird wahrscheinlich eher auf die alten Zugpferde setzen, nämlich dass hier entwickelt wird in Deutschland. Und das beschert natürlich den Großteil der Arbeitskräfte und, das darf man nicht vergessen, auch den Großteil der Wertschöpfung. Ob ein Unternehmen jetzt in New York an die Börse geht, das wird jetzt die Wertschöpfung von Deutschland nicht gerade mildern. Aber natürlich, es ist für das Standing des Finanzmarkts keine gute Entwicklung. Wie sehen Sie denn abschließend gefragt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland? Da gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten. Deutschland hat in der Vergangenheit immer wieder durch günstige Arbeitskosten, muss man sagen, durch Zurückhaltung bei der Lohnentwicklung seine Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Kontext halten können. Das heißt, hier mehr Produktivität ist eine Chance, die sich eröffnet, die noch nicht komplett wahrgenommen wurde in Deutschland. Das heißt, Deutschland fällt hier tendenziell in der Standortbegutachtung zurück. Was gut bleibt, ist dieser breite Mittelstand, die qualifizierten Arbeitskräfte. Aber auch hier muss man sagen, hier gibt es Verbesserungsvorschläge und das sind die zwei Themen Bildung auf der einen Seite und die Digitalisierung auf der anderen Seite, die sich uns eröffnet hat. Das ist ja fast eine Chance hier mit der Corona-Krise, eben in dem Bereich Digitalisierung die Produktivität, die Standortvorteile des Standorts Deutschland deutlich zu verbessern. Sagt David Kohl, Chefökonom von Julius Bär. Vielen Dank. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.